Ruhrort hat eine neue Adresse und die hat es in sich, denn die Adresse ist keine unbekannte, sondern sogar eine sehr prominente, König Friedrich-Wilhelm-Straße 18. Und hier hat schon Kultkommissar Horst Schimanski, also unser Schimmi, schon Muscheln gegessen. Jetzt hat die Kultkneipe neu eröffnet. Seit längerer Zeit hatte das Traditionslokal zum Anker leer gestanden. Der alte Gastronom musste krankheitsbedingt aufgeben. Jetzt ist aus dem Anker die Ankerbar geworden. Eine junge Wirtin feierte gestern Neueröffnung. Damit wird der Traditionskneipe wieder neues Leben eingehaucht. Und mein Kollege Tim Marlow hat der Ankerbar einen Besuch abgestattet. Tim, wie sehr spürt man denn noch den Schimmi-Charme? Ja, Jan, also ich muss sagen, Schimmi spürt man hier noch, Schimmi ist präsent, aber das ist nicht alles, denn die Ankerbar, die hat auch einen jugendlichen Esprit, kann man sagen, einen jugendlichen Anstrich bekommen. Das kann man eigentlich auch ganz gut hinter mir an der Wand sehen, denn da haben wir verschiedene Bilder, auch modernere Bilder mit dabei, aber innen drin, mittendrin natürlich auch immer wieder Bilder von dem legendären Ermittler Schimanski eingesprenkelt, sage ich mal, denn dafür ist diese Gaststätte eigentlich auch bekannt geworden, denn in der allerersten Tatortfolge, in der Schimanski aufgetaucht ist in den 80er Jahren, hat er hier Muscheln gegessen. Damals hat das Ganze noch einen anderen Namen getragen, da hieß es, hieß die Gaststätte zum Anker, jetzt mittlerweile heißt die Ankerbar, aber ein bisschen treu bleibt man sich natürlich hier trotzdem. Also man bleibt sich treu, man bleibt Schimmi treu, aber letzten Endes auch noch ein bisschen mehr zu bieten, wie du sagst, was für eine Geschichte steckt denn dahinter? Ja, also es gibt hier auf jeden Fall, man hat sich erweitert, es gibt hier ein breites kulinarisches Angebot, Kuchen, Pizza, aber auch wirklich moderne Getränke, moderne Cocktails. Und eine, die da maßgeblich dran beteiligt ist, das ist Jennifer Breitkopf, das ist die Wirtin jetzt hier der Ankerbar und die habe ich jetzt hier neben mir sitzen. Ich nehme einmal Platz. Hallo Jenny, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hi. Jenny, wir haben schon ein bisschen hier rundherum geguckt und der Schimmi-Charme, der ist auf jeden Fall noch da. Was war denn so das Konzept, das du verfolgt hast hier, als es um die Gestaltung der Ankerbar ging? Ja, ich meine, die Ankerbar war schon immer irgendwie Thema. Horst Schimanski gehört einfach hier hin und dann haben wir uns gedacht, das müssen wir auch mitnehmen. Horst Schimanski ein bisschen wiederbeleben und zeigen, Horst Schimanski war hier präsent. Und dementsprechend haben wir ein bisschen Horst Schimanski mit reingebracht, genau. Sehr schön. Und dem Ganzen aber auch noch einen jugendlichen Stil verpasst. Denn man muss ja sagen, du bist 25 Jahre jung, jetzt hier Wirtin der Ankerbar. Wie kam es dazu? Wie kam es zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, in deinen jungen Jahren, ich werde jetzt hier Gründerin? Ja, meine Eltern sind auch schon selbstständig und ich war schon immer irgendwie in der Gastro. Hab mir dann gedacht, nach Corona war es dann echt so eine schwierige Zeit, dass ich einfach hier in Duisburg-Ruhrort mal wieder was eröffnet, was einfach, dass wieder Leben hier hinkommt. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt, die Bar steht leer, das ist unsere Chance und dann haben wir gesagt, wir probieren es, ja. Und man muss wirklich sagen, Leben ist hier wirklich zurückgekommen. Also es war hier wirklich Trubel in der Zeit, die wir hier waren. Unterstützt wurde das Ganze ja auch durch die Landesinitiative Sofortprogramm Innenstadt. Da geht es eben darum, dass junge Gründerinnen und Gründer gefördert werden, um Lokale an Orten aufzumachen, wo sie es vielleicht sonst nicht könnten. Maßgeblich damit beteiligt war auch die DBI. Wie war denn die Zusammenarbeit hier mit der DBI aus deiner Sicht? Also mit der DBI arbeiten wir zusammen. Ich meine, es war eine super, super Unterstützung, egal bei welchen Fragen. Man kann immer anrufen, man kann nachfragen. Bei allen Behörden unterstützen die einen. Also meine Erfahrung mit DBI ist einfach super. Ich habe mich nie irgendwie alleine gefühlt. Ich wusste, ich habe da jemanden, ich habe echt was im Rücken, dass ich immer auf jemanden mich verlassen kann oder generell einfach, dass da jemand ist. Und mega, mega, mega. Sehr schön. Ja, und wie es genau dazu kam, dass die DBI eben diese Landesinitiative an die Ankerbar vermittelt hat, darüber habe ich auch mit Ömrül Haveölü gesprochen. Er ist nämlich Projektmanager bei der DBI. Ja, wir machen unsere interessierten Bürgerinnen und Bürger natürlich aufmerksam, dass es Landes- und auch Bundesinitiativen gibt, wodurch wir sie dann fördern könnten in ihrem Unternehmertum und möchten da halt auch motivieren, natürlich was in die Hand zu nehmen und zu gründen. Und wenn es so eine Landesinitiative wie Sofortprogramm Innenstadt und Nebenzentren halt gibt, wo tatsächlich 80% der Altmiete dann gefördert wird vom Land und wir das dann vermitteln können und dann halt an die Duisburger Bürgerinnen und Bürger übermitteln können, dann ist es natürlich ein Erfolg für uns und natürlich auch für die Duisburgerinnen und Duisburger.
Sofortprogramm Innenstadt. Die Duisburger Innenstadt, die ist schon länger auch im Fokus der DBI. Jetzt geht es aber auch vermehrt um andere Stadtteile hier in Duisburg, richtig? Genau, so ist das. Am Anfang ging es tatsächlich um die Innenstadt selber, hauptsächlich um die Königstraße und um die Kuhstraße. Aber im Nachgang wurden dazu Rheinhausen, Homberg und Ruhrort dazugeholt. Eines der Gründe dafür ist auf jeden Fall, dass Duisburg relativ groß ist, wir 500.000 Einwohner haben und die Nebenzentren bis in den Norden sehr wichtige Versorgungszentren, aber auch kulturelle Zentren für die Menschen vor Ort bieten, und das möchten wir natürlich auch unterstützen. Ja, und die Ankerbar, die wird mit Sicherheit hier auch ein wichtiger Knotenpunkt oder ein wichtiger Anlaufpunkt, besser gesagt. Jenny, eine Frage muss ich auf jeden Fall noch stellen, denn als ich hier war, ich habe gesehen, ja, hier sind ganz leckere Gerichte immer vor mir vorbeigeschwirrt und du standst auch fleißig hinter der Bar. Was habt ihr denn hier auf eurer Karte alles im Angebot? Wir bieten von 12 bis 15 Uhr jeden Tag Mittagstisch an. Ansonsten haben wir nach 15 Uhr à la carte, sprich Pizza, Pasta, Salate, wird alles frisch gemacht, alles hausgemacht und leckere Drinks, Heißgetränke. Ich glaube, für jeden Mann ist irgendwas dabei. Sehr schön. Wir haben auch vorhin drüber gesprochen, wie es jetzt weitergeht. Der erste Schritt, der ist ja jetzt quasi getan mit der Unterstützung auch der DBI. Du hast angesprochen, du hast aber schon Ideen für die Zukunft. Weintasting ist da angeklungen. Auf was kann man sich denn in der Zukunft hier noch freuen in der Ankerbar? Ja, auf jeden Fall planen wir Veranstaltungen wie ein Weintasting, Gin-Tasting, ein bisschen Musik im Hintergrund, auch gerne live. Ich glaube, wir lassen uns das ein bisschen offen. Wir wollen da was Kreatives zaubern und für jedermann soll was dabei sein, auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Die Resonanz bisher, also ich habe es mitbekommen, es scheint ganz gut anzukommen. Kannst du das bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben vorher nicht wirklich viel Werbung gemacht. Ich meine, wir sind hier in Ruhrort, hier spricht sich alles rum, da braucht man nur einer Person was sagen, da wissen alle Bescheid. Das Opening war super, 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 wirklich, es war mega voll, alle waren begeistert, alle hatten mega viel Spaß und ich hoffe einfach, dass es für die Zukunft so bleibt und dass alle gerne wiederkommen. Sehr schön, das hoffen wir natürlich auch. Jan, ich werde jetzt mit Jenny noch anstoßen und gebe damit aber schon mal zu dir zurück ins Studio. Das Pilz, das sieht auch sehr gut aus. Also ich bin da so ein bisschen neidisch. Lass es dir aber gerne schmecken. Danke dir, Tim, für den Moment.